Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des LS17 im Multiplayer-Projekt auf der Patenburger Karte mit Maurice Hallelöle. Hallöchen zusammen. Ja, weiter geht's im LS Multiplayer-Projekt. Ja, letzte Folge haben wir ja einige wichtige Themen angesprochen. Einiges Wichtiges, was im Moment so brisant ist, sozusagen. Ja, hast du noch was zu besprechen? Also von meiner Seite aus ist das soweit erstmal alles. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen über den Bus-Simulator quatschen. So. Ach, der auskommen soll. Nee, der BBS, also für OMSI. Achso, Ist ja der, na gut, Betriebssimulator, ja. Busbetrieb, ja. Du hast ihn ja noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du schon Video, hast du davon schon Videos gesehen? Ich habe mir den Trailer angeguckt. Und Nice. sonst Videos noch gar nichts, ich sag's dir. Nee, ich habe ja gestern, ne, war das gestern? Was haben wir heute? Donnerstag. Ich habe ja Dienstag, habe ich ja eine Folge, also ein Part rausgehauen. Also für euch letzte Woche Dienstag habe ich ja für euch ein, oder habe ich ein Part rausgehauen mit Gladbeck und Busbetriebssimulator. Der kam mir auch ganz gut an. 40 oder 50 Aufrufe hat der jetzt schon gehabt, fand ich ganz angenehm. Gut, war auch ein Video mit 37 Minuten Videolänge, aber auch gut. Nee, aber ja, der Busbetriebssimulator, natürlich gibt es aktuell noch kleine Serverprobleme. Nicht mehr so schlimm Ja, wie ich hab. vorher, Ja. sondern weil da ging halt, war halt wirklich schwierig da was zu machen, aber jetzt ist so langsam, dass die alles wieder, wir mussten halt vorher viele Sachen wie die Minimap und die den Chat rausnehmen, dass die Server das mitmachen. Das integrieren jetzt so langsam wieder und wenn man den jetzt auch startet, den Busbetriebssimulator, da steht da aktuell in Rot auch noch was noch, dass man auch noch was bekommen soll für die wollen sich nämlich entschuldigen für die Zeit, wo es nicht so gut gelaufen hat, weil nicht alles von Anfang an funktioniert hat. Natürlich funktioniert, aber halt die Server nicht so mitgemacht Voll. haben. Genau, weil es halt einfach doch ein größerer Ansturm war, als die damit gerechnet haben, kann man natürlich auch verstehen. Wenn die da, keine Ahnung, Server für 350.000 Leute holen, aber dann nur 3.000 Leute den Scheiß im Endeffekt spielen. Rausgeschmissenes Geld, muss man leider sagen. Also ist alles aktuell ganz gut. Ich bin mal gespannt, was die da reinbringen wollen als Entschädigung. Ich finde den eigentlich, ich finde den gut, also es macht Spaß. Wahrscheinlich, denke ich mal, wirst du eine Gutschein-Kupon kriegen, entweder für Steam irgendwas oder halt eben für Aerosoft 25% oder sowas, denke ich mal, Ich glaube wenn sie gar wo nicht, raushauen. Also denke ich mir mal, ich habe keine Ahnung. ich Ich glaube weiß es gar nicht. nicht. Ich glaube, die backen da irgendwie noch ein geiles Feature mit rein, denn das Ding ist ja, da kannst du so viel geile Scheiße drin machen. Das Ding ist echt geil. Also ich mag, dass da extremes läuft. Flüssig, wirklich, auch mit meiner schönen Internetleitung kann man auf den Multiplayer-Servern, wo man halt auf dieser Map da rumläuft, klappt auch bei mir, also alles einwandfrei, Sound ist gut, trotz dass es die Unreal Engine ist, die da dort verwenden, war glaube ich die Unreal Engine, ja, Ja. läuft halt alles da alles einwandfrei, es gibt keine Probleme. Jedenfalls, als ich schon ein paar Betriebe besucht habe, konnte ich dort keine Schwierigkeiten feststellen, was es dort so an Lecks oder irgendwelche Texturfehlern habe ich keine gefunden. Bin da ja auch ein paar Stunden dran rumgerannt, um ein bisschen zu gucken und zu machen. Habe dort aber nichts gefunden. Was natürlich auch nicht schlimm ist. Säst du auch? Warum säst du Weizen an, du Lappen? Hast du doch auch. Ne, ich Nee, du habe hast Raps. Raps. Läuft. Mann, da ist ja noch gar Weizen bei dir, du Wurst. Dann war ich noch gerade auf Z am rumspammen, welche Frucht ich jetzt haben will. Oh, Junge, Alter. Sag mir jetzt scheiß Nummer fahren hier, ey. Ja, siehst du? Nee, aber der ist eigentlich so ganz angenehm. Also macht Spaß, also OMSI macht wieder Spaß zum Spielen, drücke ich es mal so aus. Es ist halt, du siehst Ja, halt ich werde jetzt. es auch mal nachnetten und noch und dann. Wieder machen, Du, oder? nämlich, du siehst nämlich jetzt halt, was du geleistet hast. Du siehst halt. Ah, die Fahrt, also du siehst halt aktuell, wie viele Haltestellen du angefahren hast. Naja, das habe ich ja, da habe ich ja im Trailer schon gesehen, Und naja. das ist halt einfach, Was? das macht halt OMSI irgendwie angenehmer zu spielen, bin ich der Meinung. Weil Ja. du siehst halt A, deinen Erfolg und kriegst natürlich auch noch Geld, womit du dann theoretisch die neue Busse leisten kann. Natürlich ist es mit den Bussen so, aktuell kann ich nur mit einem Bus fahren, aber wenn du, wenn ich habe jetzt, ich fahre jetzt aktuell den Gelenkbus von Gladbeck, den C2. Naja. Und ganz ehrlich, ich brauche auch keinen anderen, also. Vielleicht noch einen Ersatzbus, ein Solo, auch der C2 vielleicht irgendwann nochmal, als wenn der eine nämlich in Reparatur geht. Weil das dauert dann halt auch mal Vor allem ein. würde ich gerne, ja, schön, dass ich jetzt mal unterbreche, wegen C2.
Dann würde ich gerne mal für OMSI 2 den C2 CNG haben, den es ja für ein MAN ja jetzt als letztens als Mod gab, der aber scheiße ist. Da habe ich jetzt mal mich gestern, habe ich nämlich mal bei Mercedes guckt, gibt nämlich diesen Citaro CNG auch. Habe ich bei Mercedes mir auf der Homepage mal geguckt, bei den Bussen. Und ich würde mir den halt auch für OMSI wünschen. Darf man fragen, was da dran anders ist oder neu Ja, oder das recht? ist Hybrid, nicht Hybridtechnik, Wasserstofftechnik, Ach also so. eine Wasserstoffzelle ist das halt. Den gibt es Nice. halt von MAN, ist der letzte rausgekommen, aber das war der größte Müll. Den habe ich selber den Muss und boah, ging gar nicht. Aber wie gesagt, mir würde gerne als C2 in OMSI wünschen, das wäre ja noch so ein Bus. Ja, können wir mal reinmachen, sonst gibt es ja eigentlich schon was. Achso, und für die C2s von Hamburg, also von 3-Generationen-Addon, hier hätte ich halt gerne wie Mod, dass du halt auch Außenschiebetüren hättest, nicht nur weil die Innenschwenktüren. Das würde ich mir halt noch wünschen. Dass es halt die dann demnächst gibt und Ja. ja, das wäre halt noch nice, weil die ganze Zeit immer Schwenktüren und die Kacktürsteuerung, das ist blöd. Denn ich bin ja eigentlich so einer, ich kann besser Gelenke als Solobus fahren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Obwohl Solobus fahren ist jetzt auch nicht schwierig, aber es ist halt was anderes. Ja, klar. Es ist Ich halt fahre so. auch lieber Gelenk, so ist das nicht. Ja, aber zumindest es gibt in letzter Zeit halt, ist halt nichts mehr rausgekommen. Ich habe letztens, wo ich mal um sie gefahren bin, habe mir das überlegt und nachgedacht, man, du bist doch schon alles gefahren, du weißt, es ist jetzt irgendwie nichts mehr Spannendes, Neues an Bussen, was du gerade hast. Ja, wenn da kommen halt immer auch nur Solo-Busse raus, Gelenkbusse, es gibt so halt einfach auch keine Add-ons irgendwie mehr. Halt jetzt außer Aachen, was ich mir jetzt ja holen will. Ja, es gibt halt sonst echt nichts mehr, was jetzt gerade mal raus ist. Den Icarus, den habe ich schon. Ja, Hamburg hat gesagt, also 3-Generationen-Addon habe ich. Den Mallorca, den Waschmaschinenbus will ich nicht fahren, der hört sich nämlich scheiße an. Ja, also von daher, das ist alles ein bisschen blöd. Von daher würde ich mir wünschen, wenn es halt irgendwie nochmal ein paar Gelenkbusse immer nochmal geben Aber wird. ich frage jetzt einfach mal so, du als Fachmann musst das ja wissen. Gibt es so viele unterschiedliche Marken, gibt es doch gar nicht, die Gelenkbusse haben. Also Icarus, Boah, ich Mercedes, versuch's dir MAN, mal Solaris. aufzuzählen. Also das sind Ich jetzt so die vier, versuch's. die mir jetzt spontan so als größte in den Kopf kommen, aber. Also ich sag dir jetzt mal für die Gelenk. Ja, nee, ich sag dir jetzt mal die, die ich jetzt weiß, dass die auch Gelenkbusse herstellen. Also wir haben Scania, Ah ja, VDL, Scania habe ich vergessen. Mercedes, MAN, Scania, also nicht, dass ich alles hier doppelt irgendwie aufzählen. Scania, VDL, Mercedes, MAN, Karo, Cetra. Cetra, Icar, Aber der nur als Icar, Überlandvariante, leider. der Icar, Icarus ist da auch. Ja. Neoplan, Icarus. Das sind jetzt so die sieben, die mir jetzt einfallen. Sonst, was haben wir noch? Ja, sonst halt ausländische Marken noch, aber die halt hier in Deutschland nicht rumfahren. Ne? Es ist ja eigentlich so, viele Unternehmen setzen halt auf die neuen Busse von Mercedes, MAN und Solaris. Ja, Neoplan gibt es ja an sich nicht mehr, ist ja jetzt Solaris geworden, oder was heißt jetzt, aber halt damals Solaris geworden. Ja, sind ja, was sind die Platte gegangen, sind die nicht, die haben die nur übernommen oder so. Wie genau, müsste ich mir eigentlich auch nochmal durchlesen, Denn warum. eigentlich, ich bin da so der Meinung, es gibt halt so die drei, vier Großen im Business, die so die Busse haben, wovon man eigentlich andauernd irgendwas sieht. Ach Und so, das und war es ja dann. natürlich fahren wohl noch. Ja, Achso, fahren ja. wohl, sind acht. Es gibt halt die vier Großen, die man halt Ja. kennt als Busse und das war's dann halt, die Ja, halt. dann noch so viel, die so noch hinterherziehen, die wollen ausreichen, also aufholen, aber schaffen sie nicht. Aber ich finde ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Nur das Problem ist, es sieht alles aus wie aus vom MAN und Mercedes. Und das ist nämlich eben das Problem. Die müssen eigentlich mal so ein Cockpit raushauen, was mal wirklich mal innovativ ist. Neu. Zum Beispiel wie vom neuen Solaris. Dieser neue Solaris Urbino, das ist ja Zucker, das Cockpit. Aber das setzen die, ich habe mit ihr letztes Mal gesprochen, sind da irgendwie drauf gekommen. Und die setzen das deswegen nicht ein, weil es kompliziert ist, weil es alles mit Displays ist und nicht mal mit Tachoanzeigen, das ist alles digital. Und auch so die Knöpfe und Tasten ist über so Touchpad ist das dann alles. Und das ist halt natürlich noch sehr störanfällig, die Technik ist klar, weil es halt eben noch nicht ausgereift ist. Und ja, deswegen setzen die im Moment nicht an. Also ich finde ihn ganz geil. Und ja, wie gesagt, also natürlich mein Favorit Mercedes, da kommt
kommt nichts dazwischen und am Ende ist halt zweitrangig. Was kommt danach? Ja, gute Frage. Also Drittplatz ist ganz schwierig. Also ich würde da sagen, zwischen Solaris und VDL sogar würde ich das unterscheiden. Also Scania sogar erst eher noch dahinter, weil den Scania City White EN14, den es ja jetzt auch für sie schon längere Zeit gibt, ist nicht schlecht, das Fahrzeug. Also ich finde das auch mega cool. Aber ja, ich weiß nicht, das ist so altbacken, so viel Plastik, das Ganze ist ein Plastikcockpit, das ist alles nicht so schön gemacht. Und da, wenn sie das hätten anders gemacht, ich glaube, das wäre auch besser angekommen und ich glaube, den wird es dann auch wohl öfters geben als nur in Berlin zum Beispiel. Wenn wir jetzt gerade nur so rein, ob der woanders fährt, keine Ahnung. Ja, aber Mikrofon die allerbesten deaktiviert. Busse kommen sowieso von Mercedes. Der beste sowieso O-Firma, das war. Ach, das Beste. So, bevor ich jetzt wieder einen Shitstorm kriege, höre ich jetzt auf damit, sonst, ja. Mikrofon aktiviert. Ja. Es ist halt so, also ich bin ja nicht so im Umsi-Business wie du, also im Bus-Business. Es ist halt so, dass man halt, so sag ich mal, seine drei, vier großen kennt. Mercedes, MAN, Scania sind so die drei, die mir spontan immer einfallen Ja, würden klar. an Bussen. Und sag ich mal, auch die ich so eigentlich auch am liebsten fahren. Ich fahre eigentlich an Bussen, so an, vor allem an Gelenkbussen, von denen eigentlich alles ganz gerne. Es gibt jetzt keine, die ich jetzt nicht mag bei denen. Es sind halt alle fahrbar. Natürlich sieht der eine halt neuer aus als der andere und der andere fährt sich vielleicht auch ein bisschen anders oder sieht anders aus. Der Scania ist, wenn man mal den neuen C2 von Mercedes und den Scania mal nebeneinander stellt, sind das zwei von außen jedenfalls zwei unterschiedliche Welten. Ja, klar, ja. Ich find den Scania Gelenkbus aber auch noch gut, weil der sieht halt anders aus, ist aber trotzdem, ich Ja, er finde den sieht trotzdem anders gut süß und aus. geil. Er sieht Genau, anders gut aus. sieht halt anders gut aus. Und das ist dann auch. Hat Scania eigentlich auch ein Solo? Kenne ich gar nicht. Genau das weiß ich nämlich nicht und das muss ich mir auch noch heraussuchen. Also ich kenne halt nur den GN14 und den Vorgänger. Also es ist ein Nachfolger. Es gibt einen Vorgänger und den Vorgänger kenne ich nämlich auch nicht. Da muss ich mir auch noch mal Denn zwischenklicken. mich würde mal interessieren, denn ich kenne wirklich von Scania nur den Den Gelenk. GN14, ja, und den Citywide, ja. Und die. Ich auch bisher nur deswegen. Würde ich mich mal interessieren. Ja, und natürlich Volvo hat noch Reisebusse, den 9900 zum Beispiel. Ja. Ist einer von vielen Reisebussen, die Volvo auch noch baut. Aber Hast du gesehen? Mercedes hat neue Reisebusse rausgebracht, habe ich gesehen ja, oder den gelesen. neuen Dings, ich habe den, ich habe, ihr habt mir schon Links geschickt, ich habe Bilder schon gesehen, ich kenne den neuen. Warte, sag nichts, ich glaube, warte, ich gucke, es ist der neue Turismo, glaube ich, Genau, der warte. Gran Turismo oder so nennt er sich. Irgendwas in Warte, der Richtung. warte, warte, ich will jetzt wissen, nicht, dass ich hier wieder was Falsches erzähle und hier dann wieder angeschwärzt werde, so. Also ich meine, es wäre der Gran Turismo. So in der Richtung Ja, nennt er okay. sich mit Ich muss jetzt. neuen, was weiß ich nicht. Tourismo, ja. Genau. Boah. Ja. Davon Ja, habe ich ich. komme bei Mercedes komme ich immer durcheinander. Den Integro, den Turismo und den gibt es noch einen dritten. Und diese drei verwechsel ich jedes Mal. Das schnall ich nicht, was was ist. Denn ich habe nämlich da ein Video zu gesehen, da sind die irgendwie in so eine Halle rumgefahren und Ach so. das habe ich gedacht, der sieht gar nicht schlecht aus. Ja, da habe ich gedacht, sieht mal wieder angenehm aus, so in etwa. Ja, weil sieht nicht schlecht aus, aber das Facelift, weil dieses ganze alte Zeugs, was seit Jahren bei Mercedes da klar ist, das konnte man auch nicht mehr Aber sehen die und sind von ja daher. aktuell, ist ja mit Mercedes auch mit dem C2, mit dem Turismo, sind die aktuell so auf eine Neumachschiene, finde ich. Ja, du, es wird Zeit. Den Turismo gibt es auch jetzt schon ewig und da wurde ja auch nicht viel gemacht. Da würde mal vielleicht neu rückleuchten, vielleicht ein bisschen anderes Interieur. Ja, das war es auch schon. Ne? Und von daher ist damals beim Citao gewesen, bei der ersten Baureihe. Ja, da kam 97 der erste raus. Gut, 2007 kam mal ein Facelift, da kam neue rückleuchten. So, wow, Wahnsinn. das war auch schon alles. Also, Ein Facelift, einfach neue achso, Rückleuchte, und was natürlich die Front. Das ist nämlich eine Sache, wo man das auch gut erkennen kann. Die Blinker vorne links, also bei Beifahrer und Beifahrerseite vorne, die Lichtfront, sind nämlich die Blinker einmal nach unten, also so ein Halbkreis, also ein Viertelkreis nach unten oder ein Viertelkreis nach oben. ja. So, und daran kannst du es erkennen, ob das Facelift ist oder nicht. So, mehr ist auch nicht passiert, die ganzen Jahre nicht, ja. Und jetzt Von halt sind daher sie. finde ich das gar nicht mal so verkehrt, dass jetzt mal Mercedes mal was Neues Und jetzt raushaut. hauen die halt mit dem C2
Und dem Tourismus halt für alle Schienen was Neues raus. Das ist halt so die ganz normale Solo, also die ganz normale Linienschiene und sag ich mal so die Reiseschiene. Das sind Ja. ja, sag ich mal, zwei so Schienen, wo man halt Busse für braucht. Und natürlich, was ich bei Matthias auch gut finde, die ganzen Sprinter als Kleinbus, die finde ich auch gar nicht verkehrt. Aber ob es noch mehr Mercedes-Busse, Scania-Busse und ob Scania auch Solo-Busse hat, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Es ist schon wieder Genau. vorbei, meine Fresse. Ja, das war's auch mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal, schaut auf jeden Fall auch in der nächsten Folge vorbei. Und dann sehen wir uns. Bis dann, ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.